Heute soll es um das Thema gehen: Haare im Wandel der Jahreszeiten. Auch hier immer wieder ein Thema: Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Was passiert da? Welche Thematiken haben wir? Und was können wir final dagegen tun? Diese und andere Themen heute zeitnah bei mir. Hallo und herzlich willkommen bei Hair Talk, eurem Einmal eins für die Haare. Wie schon eingangs erwähnt, die vier Haareszeiten, so könnte man es scherzhaft auch nennen. Was passiert da und warum sind die Jahreszeiten für unseren Körper und Haare so essentiell, dass wir es spürbar merken? Fangen wir dementsprechend auch direkt an. Im Frühjahr durch die beginnende, wiedereinkehrende und vermehrte Sonneneinstrahlung haben wir einen erhöhten Stoffwechsel im Körper und dies wiederum bedingt durch den langen, strapaziösen Winter, der lichtreduziert ist, kommt es hierbei vermehrt zu einem Haarausfall. Das hat der ein oder andere bestimmt schon bei sich entdeckt und dementsprechend sich gewundert, dass hier ständiger Haarausfall stattfindet. Das hat aber damit zu tun, dass durch die vermehrte Sonneneinstrahlung im Frühjahr die natürliche Entgiftung im Körper beginnt. Und somit haben wir dann das Thema, dass sozusagen die Haare ausfallen. Ja, das ist ein ganz normaler Prozess. Ja, und wir haben hier auch einen Vitamin D-Mangel. Dementsprechend kommt es hier dann auch wieder über den Winter zu einem Vitamin D-Mangel, zu weniger Licht, zu der natürlichen Entgiftung. Und dann kann es im Rahmen dessen zu einer vermehrten Haarausfallproblematik führen. Hierbei können wir überhaupt nichts tun. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Wir können lediglich schauen, dass wir die Haare mit den Haaren sorgsam umgehen, was wir ja sowieso tun. Und dementsprechend etwas Feuchtigkeitspflege auftragen und uns ausgewogen ernähren. Und eventuell, je nachdem, wie euer Vitamin D-Haushalt ausschaut, dieses über den Winter, über die Nahrung oder auch sonst wie etwas supplementieren. Das heißt, von außen hinzuführen, weil ansonsten sinkt er eher rasch in den Keller und dann haben wir noch andere psychische Probleme eventuell, weil wenn der Vitamin D-Mangel dauerhaft unter einen gewissen Spiegel fällt, dann kann es sein, dass wir final unter Depressionen leiden. Das hat auch wieder andere Auswirkungen, wenn wir unter Depressionen leiden, aufgrund von Vitamin D-Mangel. Jeder kennt's, im Winter sind wir schlecht gelaunt. Das hört erst meist dann auf, wenn die Sonne im Frühjahr wiederkommt und dementsprechend kann das unser Gemüt beeinflussen. Bedingt Lichtmangel, bedingt Vitamin D-Mangel, bedingt durch diesen Umstand, dass die Menschen den Winter eh nicht mögen. Das alles kann natürlich final zu einer schlechteren Laune führen, bis hin zu Depressionen. Und wenn wir schlecht gelaunt sind oder Depressionen haben, kann das auch Auswirkungen auf unser Umfeld haben. Wir sind pampig, wir sind ranzig, wir machen alles nur nicht das, das unserem Umfeld quasi Genüge tut oder auch es nicht zuträglich ist für unser Umfeld. Da könnten wir auch daran arbeiten. Im Sommer haben wir die höchste Zellteilung. Wir haben hier keine Probleme mit Schuppen, trockener Kopfhaut etc. Und wenn wir dann noch ans Meer fahren, aufgrund der basischen Lage des Salzwassers etc. etc., haben wir hier auch keine Probleme mit Haut und Haar. Da sind diese meist am schönsten, vor allen Dingen an der Nord- und Ostsee. Im Süden hingegen sieht es natürlich wieder etwas anders aus. Da haben wir die andere Thematik, dass es fast mittlerweile zu heiß ist und das Salzwasser uns unsere Haare kaputt macht, zusammen mit der Sonne. Weil das Salzwasser im Mittelmeer zum Beispiel mit Verbindung der Sonne wirkt wie ein Brennglas und puff, die Haare sind am Arsch. Das könnte hier final
nicht hilfreich sein und vor allen Dingen verhindert werden, indem wir einen Sonnenschutz tragen und vor allen Dingen vor dem ins Wasser gehen und tauchen und die Haare nass machen, wenn wir vor dem Badegang die Haare final wässern. Dann sind die schon mal mit Wasser, mit keinem Salzwasser, sondern ohne Salzwasser über die Haare geben. Dann sind die Haare bereits mit gutem Wasser gesättigt und können nicht mehr so viel Salzwasser aufnehmen. Oder nach einem Badegang die Haare klar spülen, sodass das Salzwasser rausgeht. Aber wichtig ist, vorher und im Nachgang Wasser wählen, das nicht salzhaltig ist. Das ist in solchen Ländern meist etwas schwierig, gibt es aber im Supermarkt als Kanisterware. Auch hier im Sommer haben wir natürlich mit Haarausfall auch zu kämpfen. Das haben wir in jeder Jahreszeit mit Haarausfall zu kämpfen, weil wir haben im Sommer diese Thematik, dass wir vielleicht weniger essen, weniger Nährstoffe zu uns nehmen und vermehrt trinken. Und dann zusammen mit der Hitze kann es natürlich zu vermehrt Haarausfall kommen. Das heißt, wir sollten im Sommer auch sehr auf unsere Ernährung achten, um hierbei diesem Phänomen etwas entgegenzusteuern. Das wäre hier der Tipp am Rande. Und natürlich, viel trinken ist natürlich immer das Maß der Dinge. 3 Liter, sage ich immer wieder in meinen Videos, sollten es Minimum sein. Dann seid ihr hier auf einem guten Weg. Was haben wir noch? Natürlich der Herbst. Auch im Herbst, das ist jetzt ein absolutes Frauenthema, liebe Damen, im Herbst, so wie jetzt im September, haben wir die Thematik, dass viele über Haarausfall klagen. Warum ist das so? Wir haben über den Sommer ein schnelleres Haarwachstum, was den Haarzyklus beeinträchtigt und die Haare anstatt nach 5 Monaten oder nach 3 Monaten bereits in einem kürzeren Tonus ausfallen und natürlich der Jahreszeitenwechsel dann wieder mit Heizungsluft etc., dann kommt es hier zu mehr zu Haarausfall. Von den Haaren, die so oder so ausgefallen sind und die durch den verkürzten Zyklus, dann kommt es hierbei zu einem vermehrten Haarausfall, sollte aber spätestens bis Weihnachten wieder passé sein. Aber deswegen, liebe Damen und auch liebe Herren mit langem Haar, deshalb kommt es hier vermehrt zu Haarausfall. Aber nun kommen wir zum Schluss noch zum Winter. Die vermehrte trockene Heizungsluft mitzutragen und wenig Sonne lassen die Haare über den Winter glanzlos werden. Daher viel Bürsten, meine Damen und Herren, denn das viele Bürsten schiebt oder ihr nehmt damit den Talg vom Ansatz mit in die Spitzen und das wirkt wie eine natürliche Haarkur. Das wissen viele nicht, aber ihr solltet dementsprechend, wenn ihr lange Haare habt, die Haare täglich bürsten. Das wäre hier die Maßnahme, an die man sich halten könnte. Und vor allen Dingen eine nährstoffreiche Ernährung, wie zum Beispiel mit Nüssen, Trockenobst oder Getreide, Hafer. Ihr könnt natürlich auch anderes Getreide nehmen, aber dementsprechend hochwertiges und vor allen Dingen wie immer in Bioqualität. Denn nur das bietet euch die nötige Ernährungsvielfalt und auch, dass ihr wisst, dass da kein Spritzmittel, nicht genmanipuliert, dass da so wenig wie möglich Sachen drin sind, die wir final nicht haben wollen. Und was könnte man noch sagen, auch im Winter ist natürlich die Thematik Trinken immer wieder ein Thema, weil wir hierbei das häufig vergessen, weil es nicht mehr so warm ist, trinken wir natürlich nicht so sehr viel und das ist hierbei auch final ein großer Fehler. Deshalb auch im Winter, stellt euch einfach hierbei ein klein wenig was immer hin zum Trinken, was ihr dann final aufnehmen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch heute einen Mehrwert geboten, dass ihr die Zusammenhänge der 4 Haareszeiten auch versteht und dementsprechend ein wenig Bescheid wisst und vielleicht hier oder da handeln könnt oder ihr es mittlerweile sogar entspannter seht. Dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und vor allen Dingen würde mich an der Stelle super interessieren, wie siehst du das mittlerweile?
Hast du das auch schon erlebt? Das Final im Winter und im Sommer und im Herbst, so diese verschiedenen Zyklen auch im Haar spürbar sind. Das würde mich interessieren, einfach in die Kommentarfunktion. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die das Video unbedingt sehen müssen, dann teilt es doch mit denen. Und wenn du final noch kein Abonnent meines Kanals bist, dann hol doch das jetzt nach, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Es grüßt euch, euer Alexander von Hairtalk, dem 1x1 für die Haare.